Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR-Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein tolles, ein glückliches, ein gutes Jahr 2008 und entschuldige mich bei euch, dass ihr ja, fast eine Woche jetzt oder eine ganze Woche habt auf mich warten müssen. Aber es ging leider nicht. Es war ein sehr heftiger und aggressiver Magen-Darm-Virus, der mich völlig platt gemacht hat. Und ich musste das Bett hüten. Vielen, vielen Dank für die vielen Genesungswünsche. Vielen Dank nachträglich auch noch für die Weihnachts- und Geburtstagswünsche. Das ist eine ganz tolle Sache. Es hat mich sehr gefreut. Also an alle, auch an die, denen ich nicht schreiben kann, persönlich schreiben kann, vielen Dank. Es ist alles angekommen und ich freue mich sehr. So, Montagnacht, wie immer. Wir starten so, wie wir das kennen. Immer mit einer freien und offenen Themensendung. Und wenn ihr also gerne heute Nacht mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Es geht los mit Engelbert und Engelbert ist 69 Jahre alt. Guten Morgen, Engelbert. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Engelbert. Ich wünsche dir auch noch ein gutes, frohes neues Jahr und vor allen Dingen die Sendung, die du machst, dass du die Hoffnung ein ganzes Jahr lang weitermachst. Sehr nett von dir, vielen Dank. Was ist dein Thema, um was geht es? Mein Thema ist Krebs. Krebs. Meine Frau hat Lungenkrebs. Ja. Und seit 2 Jahren, sie liegt am Sauerstoffgerät. Und es geht ihr nicht gut. Die Ärzte haben ihr vielleicht noch ein halbes Jahr gegeben. Mhm. Und wir sind 46 Jahre lang verheiratet, haben 6 Kinder. 6 Kinder? 6 Kinder. Ah, ja. Mhm. Und der älteste Sohn von mir, der kann da nicht mit fertig werden, dass die Mama krank ist. Ja, wie alt ist der älteste Sohn? 41. 41? Ja. Und wie lang hat sich die Krankheit denn jetzt schon angebahnt? Also wie lange hat sie die Krankheit? Wie lange wisst ihr davon? Wir wissen das jetzt seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren wisst ihr es? Hm. Ja, es fing an, sie kriegte immer weniger Luft, musste immer schwerer atmen. Und dann bin ich mit ihr nach dem Arzt hingegangen, zum Lungenarzt. Und der Arzt hat sie auf ein Krankenhaus reingeschickt. Und dann haben sie festgestellt, durch die Computertomographie, dass sie Lungenkrebs hat. Hm, hm. Liegt sie immer, bitte? Dann haben sie eine halbe Lunge weggenommen. Hm. Und dann haben sie gesagt, die hätten das also ein bisschen großzügig weggenommen, es wäre nichts mehr da. Mhm. Und seit einem Jahr sind die mit Metastase wieder da. Ja. Sie kriegt noch weniger Luft, kriegt noch weniger Luft. Dann haben sie mir gesagt, dass sie da jetzt nichts mehr dran machen könnten. Mhm. Sie kriegt Chemotherapien und was nicht alles. Liegt sie denn zu Hause bei euch oder im Krankenhaus? Meine Frau ist zu Hause, ja. Und du kümmerst dich um sie? Ja, sicher. Und gibt es auch mal einen Pflegedienst oder Kinder, die noch zur Seite stehen? Pflegedienst, ja. Der kommt 2-mal am Tag und alles andere mache ich. Ich mache den Haushalt, versorge sie mit Essen und alles. Ja. Und wie alt ist deine Frau, Engelbert? Meine Frau ist 72. 72, hm. Du sagtest du gerade, dass der älteste Sohn, der nur auch schon über 40 ist, dass der damit überhaupt nicht... Der wird ja nicht mit fertig. Nee. Das ist ein ganz sensibler Junge. Wenn der je ist, ist er nur am Wein und das bringt mir ja auch nichts. Mhm. Und da hat er mir gesagt, ich mal mit ihm gesprochen, ist ein junger Sohn und so. Das hat der Papa gesagt, ich werde da einfach nicht mit fertig. Wie reagiert denn die Mama darauf, wenn er immer weint? Ja, die weiß ja, was mit ihr los ist. Ja. Nicht? Die sagt auch, da kann man nichts mehr machen, sagt er, denn er wird dann einfach nicht mit fertig. Ja. Dann wollen wir dann auch nicht weiter nicht ihn belasten. Nicht? Ja. Das heißt, letztendlich ist das eine Zusatzbelastung für deine Frau, dass der Junge, der nun auch kein Junge mehr ist, sondern ein gestandener Kerl von 41, so schwer damit umgehen kann.
ja, du weißt doch, viele Menschen können da nicht mit umgehen. Mhm. Wenn man weiß, vor allem wenn es die eigene Mutter ist und weiß, dass man stirbt, ich kann auch verstehen, sage ich ganz ehrlich. Ja. Diese Probleme mit dem Jungen, war das der Hauptgrund deines Anrufes bei mir? Ja, das ist der Hauptgrund meines Anrufes, weil ich spreche mit ihm und spreche mit ihm. Und er sagt, Papa, sagt er, ich, eines Tages bin ich wieder da, sagt er. Aber ich lasse mir auch Zeit, was soll's? Was soll ich da hinterher jammern? Und ich muss auch irgendwie mit fertig werden. Ich habe genug zu tun mit meiner Frau, dass ich die rund um die Uhr verpflege. Wie oft kommt er denn zu euch zu Besuch? Also alle 4 Wochen mal einmal für eine halbe Stunde. Ach so. Und dann ist er wieder weg. Ach so, das war auch nicht so viel. Nein. Aber wirklich nicht. Wohnt er denn in der Nähe? Ja, nein, der wohnt oben im Hochsauerland, wohnt er nicht. Ja. Und aber das hat er ja nichts mit zu tun. Ich meine, ich würde meinen fahren, wenn ich der Junge wäre von einer Mutter. Also, ich weiß nicht. Ich denke ja wieder anders. Ich bin aber auch ein bisschen härter wie er, nicht? Ja, das heißt, du würdest da öfter hinfahren. Bitte? Wie viele Kilometer trennen euch denn voneinander? Ja, so ungefähr so 70 Kilometer. 70 Kilometer nur? Ja, ja. Und dann kommt er so selten zu Besuch? Ja. Ja, das ist ja ein Ding. Ich kann es ja auch nicht ändern. Kommt dann zu Besuch und heult da euch die Wohnung voll? Ja, eine halbe Stunde und dann ist er wieder weg, nicht? Ja. Aber weißt du, natürlich, da müssen wir ja gar nicht drüber reden, ist das furchtbar, wenn man sieht, dass die Mutter so schwer krank ist und wenn man auch weiß, dass die Mutter stirbt. Aber ich finde, dass man sich dann auch, soweit es irgend möglich ist, am Riemen reißen sollte, dass man nicht dann immer und immer vor der Mutter weint. Ja. Dann macht man ihr das doch noch alles viel schwerer. Ja, er kann ja weinen, wenn er rausgeht, wenn er alleine ist, wenn er bei seiner Familie ist oder wenn er mit dir alleine ist, aber nicht vor der Mutter. Ja, das ist es. Aber ich kann es nicht ändern, Domian. Ich kann es wirklich nicht ändern. Ich habe gebettelt und gebettelt. Dann ist doch deine Frau wahrscheinlich nach einem solchen Besuch immer fix und fertig, oder? Ja, das ist es. Ja. Nein. Sie hat zu mir auch gesagt, es wäre besser, ich sollte ihm das mal sagen, dass er nicht kommen soll, denn das nimmt sie wirklich mit, nicht? So, das finde ich ein Wort. Das finde ich wirklich ein Wort. Wenn die Mutter das schon so formuliert hat, dann würde ich das aber wirklich an ihn so weitergeben. Ja, das habe ich ja schon, nicht? Wie hat er denn darauf reagiert? Ja, er sagt, Papa, sagt er, ich kann es doch nicht ändern, nicht? Doch, er kann es ändern. Also er kann es entweder kommt er nicht mehr, oder er reißt sich am Riemen, wenn er den Krankenbesuch macht. Ja. Ist er denn sonst auch so ein Typ, der ständig heult? Nein, an und für sich nicht. Aber nur bei seiner Mutter. Er hängt da wirklich drin. Ne? Ja, das kann man ja auch verstehen. Das will ich ja auch nicht runterreden. Das wirst du ja auch so verstehen. Aber ich finde, hier steht im Allerwichtigsten, im Zentrum steht deine Frau, dass sie geschützt wird und dass man ihr das Leben nicht noch schwerer macht, als es ohnehin schon ist. Ja. Ich würde an deiner Stelle darauf bestehen, dass er dann wirklich von den Besuchen Abstand hält, weil deiner Frau geht es ja offensichtlich auch zunehmend schlechter. Ja, das ist es. Das heißt, jedes Mal ist das eine neue Kraftreserve, die sie da aktivieren muss, um das auszuhalten mit ihm. Ja, vor allen Dingen, ich muss sie dann immer wieder beruhigen, nicht? Du musst sie beruhigen. Hat er Familie? Ja, hat 2 Kinder. Mhm. Ist verheiratet und... Kommt denn die Schwiegertochter auch denn schon mal mit? Nein. Nein? Nein, die sagt, die kann das auch nicht haben. Die kann das nicht sehen, dass die Schwiegermutter so krank ist? Ja, ja, genau. Was ist denn da los? Ja, du weißt, ich weiß ja nicht, bei vielen verliebten Familien ist das so, was ich auch schon öfters mal erlebt habe, dass die Kinder einfach mit so einer Krankheit nicht fertig werden, nicht? Da habe ich kein Verständnis für. Also ich kann das auch nicht hören, wenn jemand sagt, ach, ich kann das nicht sehen. Das muss man dann halt sehen, so ist das Leben. Und ja, da muss man sich halt wirklich, wirklich zusammenreißen und auch in ein solches Krankenzimmer hineingehen. Weil man dem Kranken was Gutes tut und dem eine Freude bereiten will. Da steht überhaupt nicht im Vordergrund, ich kann das nicht sehen oder so ein Quatsch. Naja, aber du bist auch anders, ich merke schon, dir muss ich das nicht erzählen. Nee. Dir muss ich nicht erzählen, du hast eine andere Auffassung. Ja, das habe ich auch, nicht? Mhm. Weil meine Mutter ist auch gestorben und da war ich auch mal bis zur letzten Minute, nicht? Und ich wusste auch, dass er starb. Und aber was soll's? Es hat mir zwar leid getan, dass er da gelegen hat, aber ich musste da ja auch mit fertig werden. Ja, ja. Nein. Du hast gesagt, die Ärzte prognostizieren ein halbes Jahr ungefähr noch. Ein halbes Jahr. Halbes Jahr.
Wie ist das denn jetzt für dich? Das ist ja nun auch, ihr habt so lange miteinander verbracht und du bist, Mann ist auch von 69 und die Frau wird sterben. Wie gehst du damit um? Ich? Sehr schwer. Aber ich lasse mir nichts anmerken. Ihr gegenüber lasse ich mir das nicht anmerken. Wenn ich so alleine bin, oder ich mache das mal so, ich nehme abends, wenn ich mal eine Stunde oder zwei Zeit habe, dann nehme ich mir mal eine Flinte auf den Rücken, dann schieße ich durch den Ball, durch die Wiesen, damit ich ganz alleine bin und nur Ruhe habe. Und das ist dann für mich dann die Erholung, die ich dann habe, die ich brauche, um wieder weiterzumachen. Ja, du sagst, ihr habt 6 Kinder, das ist ja eine stolze Zahl. Gibt es denn nicht im Kreis der anderen Kinder einen Rückhalt für dich? Die sind, zwei sind in Australien, einer ist in England, einer ist in Belgien, der andere ist da. Also die sind alle weit verstreut. Achso, da ist nicht viel übrig. Nein. Nee. Das heißt, das hängt wirklich die ganze Belastung und Verantwortung auf dir. Ja, die hängt an dir fest. Und es gibt keinen nahen Verwandten, Freund oder so, mit dem du... Weißt du, die Freunde, nicht? Ich habe so das Gefühl, dass Freunde, die erkundigen sich zwar immer, wie es meiner Frau geht. Ja. Und dann denke ich immer, das sitzt, ich habe keine Trauer hinter, wenn sie fragen, das sitzt nur Neugierde hinter, weißt du. Und deswegen sage ich schon immer, na komm, lass mich in Ruhe. Ich sage, ich werde da schon mit fertig. Ne? Verstehe, was du meinst. Ja, das bleibt mir noch gar nichts anderes übrig. Nein, aber ich bist ein toller Typ. Ich finde das eine gute Haltung. Das ist sehr zu respektierende Haltung. Das findet man nicht so oft. Ja, deswegen finde ich Kompliment für das, was du tust und auch wie du denkst, auch wenn das schwer ist. Kennst du das Sternzeichen Skorpion? Ja, was heißt kennen? Ich interessiere mich nicht so sehr dafür. Aber ich bin Skorpion. Du bist Skorpion. Ich bin liebevoll, ja. Kann auch hart sein ja. Und kann auch auf, wie soll ich das sagen, ich kann auch sehr ernst sein, aber auch wieder lustig. Lieber Engelbert, auch nochmal auf diese Grundgeschichte da mit dem Sohn zurückzukommen. Ich würde es wirklich verlangen von ihm, dass er Abstand nimmt vom Besuchen. Wenn sogar die Mutter das gesagt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ich werde mit ihm sprechen. Er soll wegbleiben, ja. Ja, das hat wirklich keinen Zweck. Und dir wünsche ich sehr, sehr viel Kraft. Ach, die Kraft, die habe ich. Es ist bloß so erbärmlich, dass man so daneben steht. Und man kann nicht helfen, nicht? Weißt du? Ja. Man kann einfach nicht helfen. Ja. Man sieht sie dahin, sieht. Ja. Das war eine stattliche Frau von 1,82. Die hat 160 Pfund gewogen. Die ist abgemagert jetzt bis, dass ich sie auf einer Hand mal wegtragen kann. Das ist das Erbärmliche dabei. Nicht? Sehr traurig, ja. Ich wünsche euch beiden dennoch alles Gute. Ja. Alles Gute wünsche ich, was immer das Gute jetzt auch in dem Fall sein mag. Mach du deine Sendung weiter, die ist sehr aufschlussreich. Vielen Dank, Engelbert. Dank. Mach's gut, auf Wiederhören. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, solltet ihr gerade zufällig durch die Programme gezappt sein, wir sind wieder da, hier im Radio, bei 1Live, im WDR Fernsehen und bei 1Festival. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, das ist eine Live-Telefon-Talkshow, und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten und eingeblendeten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht es mit Patrick. Patrick ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Patrick, um was geht's bei dir? Um meine Beziehung. Ich bin nur ein LKW unterwegs, sollte ich dazu sagen, weil das funktioniert nicht so besonders gut, das sagt der Kollege von dir. Ja, es geht so. Im Moment ist es okay. Ich fahre auch gleich runter, dann kann ich mich hinstellen. Umso besser, ja. Ich weiß auch nicht so genau, wo ich anfangen soll. Es war nicht so... Du sagst, es geht um die Beziehung. Ja. Was ist denn da los? Wir waren 11 Jahre zusammen, oder sind es noch mehr oder weniger, und sie hat einen anderen. Seit wann? Also ich habe es direkt rausgekriegt seit September letzten Jahres. Ja? Hast du es zufällig rausgekriegt? Das hat so angefangen, sie war also sie hat einen Job bekommen und seitdem hat sie sich irgendwie total verändert. Und da hat sie jemanden kennengelernt. Das war aber schon Anfang des Jahres. Ja. Also richtig direkt rausbekommen habe ich so übers Handy über eindeutige Nachrichten. Also du hast im Handy geschnüffelt? Ja, weil mir nichts anderes übrig blieb. Ich habe ihr wirklich tausendmal gefragt, sag mir, was los ist. Und sie hat immer verneint und es ist nichts. Und Und
Im September letzten Jahres ist es dann endgültig rausgekommen? Ja, einen Tag nach meinem Geburtstag, ja. Ein tolles Geburtstagsgeschenk. Ja. Ja. Das Schlimme, was ich zu knabbern habe, das hätte ich ihm nie gedacht, weil wir haben uns die ganzen Jahre ziemlich gut verstanden. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt nur irgendwie eine Sexgeschichte oder ist die richtig verknallt oder was? Sie sagte, sie war verliebt in ihn. Was heißt wahr? Ist es immer noch? Sie sagt nein. Aber es gibt... Ich kann mir das auch so doll schlecht vorstellen, weil ich meine, jetzt ist alles so Spiel und jetzt habe ich es rausgekriegt und jetzt sollen angeblich die Gefühle nicht mehr so sein, wie sie mal waren. Das verstehe ich nicht so gern. Aber du hast es im September rausbekommen. Ja. Ist, seit September bis heute ist ja schon eine ganze Weile wieder vergangen. Ja. Haben die beiden denn noch Kontakt miteinander? Also wie sagte, eigentlich nicht mehr so. Also eigentlich auch gar nicht. Aber letztens hat sie eine Freundin SMS geschrieben, die für eine Freundin bestimmt war. Und die habe ich rein zufällig gekriegt, weil sie sich verdrückt hat. Mhm. Und da hat sie kurz vorher mit ihm telefoniert oder war noch dabei, mit ihm zu telefonieren. Ist das denn, habe ich das gerade richtig verstanden, ein Arbeitskollege? Ne, jetzt nicht mehr. Das ist seit einem halben Jahr ist es auch wieder zu Ende. Das war so eine Arbeitsmaßnahme. Ach so. Mhm. Also irgendwas ist da noch im Busch zwischen den beiden. Und sie lässt das irgendwie laufen? Sie lässt eure Beziehung laufen? Ja? Ich weiß es eben nicht. Die sagt nein und aber sie kann, ich weiß nicht, ich sehe das vielleicht so ein bisschen anders, weil ich sag mal, wenn ich Mist gebaut habe, so wie sie, und möchte das mit demjenigen noch behalten, also mit mir jetzt noch behalten, dann versuche ich doch da mehr für zu tun. Ja, allerdings sehe ich auch so. Hat sie sich bei dir erklärt? Hat sie sich bei dir entschuldigt? Also sie hat nie gesagt, das habe ich ihr auch letztens erst erzählt, verzeih mir oder sowas, hat sie nie gemacht. Sie hat immer nur gesagt, es tut mir leid. Es tut mir leid, naja, okay. Aber sie hat nicht erklärt, wie es dazu gekommen ist. Ja, das kam eins ins andere und angeblich war sie dann bei uns dann teilweise unglücklich oder was, so sinngemäß hat sie sich nicht ausgedrückt, aber ihr hat was gefehlt über die Jahre. Ja gut, wenn man 11 Jahre zusammen ist, dann schleicht sich manchmal doch der Alltag ein, denke ich. Was hat ihr denn konkret gefehlt bei euch? Also wir haben 2 Kinder zusammen, die meinte, wir haben zu wenig für uns gemacht. Also das mit der familiär, das war alles okay, das war alles schön, aber für uns selber eben halt nicht. Sie hat aber nicht so richtig im Detail beschrieben, was für Gefühle sie für diesen anderen Mann hatte oder hat. Ja, was verstehst du unter Detail? Ja, also, dass sie das ein bisschen ausführlicher beschrieben hat, wie tief, ob das sehr tief war, ob sie sich vielleicht überlegt hatte, sogar kurzfristig eure Beziehung ganz aufzugeben oder... Ja, hat sie. Hat sie? Hat sie zu mir gesagt zumindest. Hat sie gesagt? Ja, dass sie drüber nachgedacht hat, ja. Die hat doch teilweise drüber nachgedacht, eben gar nichts mehr. Von ihm nicht und von mir nicht. Hat sie denn gesagt zu dir, als das aufgeflogen ist, ich mach jetzt mit dem anderen Schluss? Na, sie hat zu mir gesagt, das war schon 4 Wochen vorher schon ja nicht mehr so wie, also gar nichts mehr. Ach so. Aber irgendwie glaubst du, traust du dem Braten nicht, ne? Das Problem ist, ich habe, wie gesagt, das hört sich zwar mal gegen andere Leute ihre Probleme blöd an, aber ich habe 11 Jahre wirklich an die ganze Geschichte wirklich doll geglaubt. Und wie gesagt, ich bin mit dem LKW unterwegs, ich habe wochenlang oder tagelang nicht richtig gegessen und teilweise getrunken, was natürlich schwachsinnig ist, ich weiß, aber weil... Ist doch klar, wenn eine elfjährige Beziehung zusammenkracht, ist man natürlich ziemlich fertig mit Nerven, ist doch auch erstmal normal. Das hätte ich nie gedacht, wenn wir jedes Jahr, 3 Jahre, 2 Jahre lang immer Streit gehabt hätten oder was, aber das war nicht, es war immer alles... In Ordnung. Ich habe sie auch öfters gefragt, bist du denn so zufrieden oder fehlt dir was? Nee, ist alles in Ordnung. Und Aber an entscheidender Stelle hat einer von euch nicht genug gesprochen. Also das ist echt, das, was ich im Nachhinein jetzt auch so sagen kann, dass wir uns über uns selber auch nie richtig unterhalten haben. Mhm. Und dann endet das meistens in einem solchen Desaster. So. Ja. Sehr, sehr, sehr unklare Situation irgendwie so für mich, für dich auch, wie du es mir erzählt hast. Wie stellst du und wie stellt ihr euch denn jetzt euer weiteres Leben vor? Wie soll das jetzt in der Zukunft aussehen? Ich habe keine Ahnung. Also sie möchte das, wie gesagt, behalten, sagt sie, und es müsste sich halt was ändern, aber wie gesagt, es kommt zu, also ich kenne sie irgendwie so vorher und es kommt einfach zu wenig von ihr rüber, habe ich das, ich weiß nicht, es reicht mir irgendwie nicht. Mhm. Ich habe da auch so schwer dran zu knabbern. Wie gesagt, ich fahre dem
die Woche über arbeiten und... Ich könnte mir auch vorstellen, dass du natürlich auch misstrauisch bist und skeptisch bist, was da jetzt vielleicht eventuell passieren könnte, wenn du unterwegs bist, was sie nun wieder macht, mit wem sie telefoniert, ob sie mit dem telefoniert oder vielleicht sogar was Neues anfängt und so weiter. Das ist ja das. Also, ist die Frau denn, ist die bereit, Dinge zu tun, die man vielleicht üblicherweise nicht so macht? Also Hintergrund meiner Frage ist, wärt ihr beiden bereit, zu einer Eheberatungsstelle zu gehen? Ich auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wie sie gesagt hat auch, ich war jetzt zur Zeit auch bei so einem, ich wusste in dem Moment nicht weiter, dann bin ich hier zu so einem Heilpraktiker, die haben hier so einen, auch so einen Psychoheilpraktiker, sowas nennt er sich, aber das war auch nicht so, dass er mir so dolle weiterhelfen konnte. Nein, das Beste wäre, wenn ihr beiden zusammen zu einer richtig kompetenten Person kommt und ihr an einem Tisch sitzt und geredet wird, unter Anweisung und unter Anleitung dieser Person, dass da wirklich alles auf den Tisch auch gelegt wird, was ihr sonst nicht legt. Eben diese Person wird euch dann dabei helfen und dann wird halt richtig Tacheles geredet. Und dann werden auch so Zukunftslinien gezogen, ob es geht, ob es nicht geht, wie es geht und auf welcher Basis man nochmal eine Chance haben könnte. So wurstelt ihr ja vor euch hin, wie das jetzt im Moment ist. Du bist unzufrieden, sie ist wahrscheinlich auch unzufrieden, du bist misstrauisch. Das ist ja nur Unglück. Und ihr habt zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? 9 und 12. Ja. Teilweise, die wissen nämlich genau, was los ist, aber die kriegen ja auch mit. Ich bin ja mal 2 Wochen, 3 Wochen nicht nach Hause gekommen. Klar, in dem Alter kriegen die alles mit. Und das müsst ihr halt auch verhindern, dass sich das eben dann auch noch weiter auf die Kinder überträgt. Patrick, ich gebe dir erstmal meine Psychologin, die Simone. Mhm. Die wird dir einige Anlaufstellen, Adressen in deiner Umgebung übers Telefon sagen. So, und da musst du deine Freundin, musst du dann halt wirklich dazu bringen, dass sie dann auch mit dir dahin geht. Also man soll es nicht gleich aufgeben. Ja, natürlich nicht. Ja, ich weiß, wenn du aufgeben wirst, dann müssen wir gar nicht reden und sagst du Schluss aus, tschüss. Ja, das ist klar. Ich habe jetzt vorausgesetzt in dem Gespräch, dass dir an der Frau schon noch viel liegt. Ja, viel sogar. So hört sich's auch raus, ja. Das heißt, letztendlich, wenn das wieder eine gute Basis fände, würdest du gerne weiter mit dieser Frau dein Leben teilen. Ja, auch mit diesem Gedanken zu leben ist erstmal ziemlich schwer. Bitte? Mit diesem Gedanken zu leben ist auch erstmal ziemlich schwer. Mit welchem Gedanken? Ja, mit dir sie eben halt mit dem anderen was hat und so weiter. Ja, klar, natürlich, eben. Aber wenn sie dir glaubhaft versichern würde, pass mal auf, das war jetzt irgendwie ein Ausrutscher. Ich liebe dich und ich will mit dir einen Neuanfang machen. Wäre das für dich ein Ansatz? Ja, mit Sicherheit. Ja, so. Obwohl ich immer gesagt habe, wenn sowas ist, dann bin ich eigentlich so ein Mensch, der das dann beendet. Aber dadurch, der Verstand sagt mir das zwar, dass das eigentlich richtig ist, aber das Herz eben sagt eben was anderes. Ja, finde ich, muss man auch nicht immer so ganz heroisch dann sagen, jetzt ist es einmal passiert und ich gehe jetzt raus aus der Beziehung. Finde ich auch Unsinn. Da muss man auch. So viele Sachen gehen durch den Kopf, jetzt einmal macht immer wieder und ach, alles zum Blödsinn. Eventuell ja, kann ja sein, aber wir alle machen Fehler. Und vielleicht, also wenn es um eine Beziehung geht, die schon etwas Schönes noch hat und wo auch eine Liebe noch da ist und es sind Kinder da, finde ich, sollte man das auf jeden Fall versuchen. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann kannst du dir immer sagen später mal, ich habe das versucht, ich habe mein Möglichstes getan. Ja, sie mag auch nicht mal so oft drüber reden, da macht sie zu. Und deswegen argumentiert sie mir das so, deswegen kann sie nicht auf mich zugehen. Ja, dann muss die junge Dame sich erstmal ein bisschen anstrengen und eben nicht zumachen. Denn das ist genau der Weg, der führt ins Nichts. Ja, sie hat immer Angst, weil jedes Wochenende, wenn ich nach Hause komme, diskutieren wir immer das Gleiche und wir drehen uns im Kreis. Ja, ist doch klar, natürlich. Ja, klar, das ist ritualisiert wahrscheinlich, wie ihr beide redet und vielleicht auch schon streitet. Deswegen ist es so gut, wenn ein Dritter dabei wäre. So Patrick, jetzt wartest du bitte, das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir, das heißt, Simone meldet sich bei dir und dann wirst du ausgestattet mit den entsprechenden Infos. Mhm. Ja? Mhm. Alles Gute wünsche ich euch beiden. Ja, und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, herzlich willkommen, Nancy, 25. Hallo Domian. Hallo Nancy. Ich finde deine Sendung total toll. Das freut mich total. Ich habe zwar nicht mal die Zeit abzugucken, aber naja. Ist ja auch immer spät. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich mache eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Oh ja, da muss man manchmal wahrscheinlich sehr früh aufstehen. Ne? Mhm. Da kann man nicht lange Fernsehen gucken, bis in die Puppen. Nancy,
Über was reden wir? Ich habe da so eine coole abgefahrene Geschichte. Eine coole abgefahrene Geschichte? Ja, die ist schon ganz weit zurück, aber die hat sich vor kurzem erst wieder neu entflammt. Erzähl mal. Also ich habe vor 3 Jahren so einen total süßen Verkäufer gesehen im Supermarkt. Ja. Und da dachte ich mir, oh ja, der könnte mir gefallen. Dann habe ich ihm meine Nummer gegeben und habe da gesagt, hier kannst du dich mal melden, wenn du Lust hast. Echt? Aber einfach so? Der ist ein Verkäufer süß und dann sagst du hier meine Nummer? Ja, wenn dir mir gefällt, gehe ich da hin. Ja, finde ich gut, mutig. Und wie gesagt, habe ich ihm meine Nummer gegeben und habe eine SMS gekriegt, sorry, ich habe eine Freundin, tschüss. Oh. Ja, so. Oh. Und da haben wir uns vor kurzem, sind wir ins Gespräch gekommen vor kurzem. Das war im August, September und da habe ich ihm erzählt, dass ich halt eine Ausbildung zur Altenpflegerin mache. Achso, jetzt machen wir einen Zeitsprung. Das war vor 3 Jahren? Ja, das war vor 3 Jahren, genau. Und jetzt im September bist du wieder mit ihm ins Gespräch gekommen? Ja, ich bin öfters mit meinem Gespräch. Wir unterhalten uns dann über bestimmte Sachen, Produkte und so. Mhm. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich eine Ausbildung zur Altenpflegerin mache und da hat er mich gefragt, ob ich auch alte Männer waschen muss, untenrum. Mhm. Natürlich muss ich das machen. Mhm. Und ob ich die auch anfassen muss, untenrum. Ich so, natürlich. Und ob ich mal bei ihm anfassen würde. Wie bitte? Was? Das habe ich schon gemacht. Was ist denn das für ein Anmachspruch? Das habe ich noch nie gehört. Ja, und da habe ich das dann halt gemacht. Naja. Wie, wo? Im Kaufhaus? Nein, wir haben uns dann an der Straßenbahnhaltestelle getroffen, an einer dunklen Ecke. Haben uns halt mal getestet. Das war eigentlich ein Joke. Der hat ja nie gesagt, dass ich das machen würde. Und das ich habe mir das nicht zugetraut. Er hat wirklich gesagt, kannst bei mir ja auch mal anfassen. Ja, ob ich bei ihm auch mal anfassen würde. Und da hast du, frech wie du bist, gesagt, ja, mach ich. Na klar, mach ich das. Und da hat er so gesagt, aber nicht im Supermarkt, denn da ist er voller Videokameras. Ja. Ja, muss man dran denken, natürlich, klar. Ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, können wir uns auch draußen an der Haltestelle treffen und naja. Es war dunkel. Ja, dunkel, genau. War auch sonst keiner? Nö. Hast du mal angefasst? Ja, aber ich hatte ein bisschen Bedenken wegen Vergewaltigung und so. Es ging ja auch immer, wo ich dann mit ihm in der dunklen Ecke war, da ging mir das auch durch den Kopf. Ja. Irgendwie. Also war es zu spät. Hat er denn seine Büchse aufgemacht? Ja, er hat seine Hose aufgemacht. Und dann? Dann habe ich reingegriffen einfach. Und dann? Das hat er toll gefunden. Hat gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass du das machst. Und ging es dann noch weiter? Ja, nee, also dann beim ersten Mal nicht. Achso, es ging. Das hat er sich ein bisschen später gemeldet. Und hat gesagt, ja, meine Frau ist nicht da und wir können es ja öfters mal machen. Also er, seine Freundin wüsste auch nicht davon. Ich denke nicht, dass ich das weiß. Wie alt ist er? Der ist 32. Wie? 32. 32. Mhm. Aber eine total abgefahrene, geile Schnecke. Unfassbar. Ich habe dir meine Mutter gezeigt und da hat meine Mutter gesagt, für den hast du nie alleine. Den hast du nie alleine. So, und jetzt... packst du ihm aber ab und zu mal so? Ja, aber ich habe keinen Freund. Ich finde es eigentlich nur lustig, wenn's, dass es echt bekloppten Kerle gibt. Aber immer ohne Gummihandschuhe. Das hatte ich auch am Anfang einstecken. Solltest du einstecken? Das habe ich einstecken gehabt. Da habe ich gesagt, ich mache eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Bei uns ist das Vorschrift. Hör mal. Das hat ihm nicht gefallen. Achso, sagt er, würde ihm nicht gefallen? Nee, das hat ihm nicht gefallen. Ich hatte nämlich gerade schon den spontanen Wagen Verdacht, dass der vielleicht so auf Fetisch